So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Oh yeah, im letzten Part haben wir den Sturmmeer-Fail wieder wettgemacht vom vorherigen Part. Oder war das im letzten Part noch? Nee, es war noch ein... Ich bin gerade völlig ineinander. Egal, wir wollen auf jeden Fall gucken, was dieser sagenumwogene Schal da unten macht, indem wir den Steridorb voll an die Wand hauen. Bam! So, Boden nehmen, Negativband, das war das Ding, genau. Und der macht... Einheit zu tragen, welches die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Pokémon vor gegnerischen Foltern von euch Attacken und Angriffen getroffen wird. Das hilft uns jetzt nochmal inwieweit? Na gut, Negativband, okay. Ist wohl sehr wörtlich genommen. Vielleicht können wir das irgendwie auf andere Pokémon und auf Gegner werfen, weil wenn die das einsammeln, dann halten die das Item ja. Wahrscheinlich ist es tatsächlich dafür gedacht. Na gut. Ob wir das nun nutzen, ob das nun nützlich ist oder nicht, ich finde jetzt ehrlich gesagt so spontan eher nicht so, aber ja. Naja, vielleicht finden wir irgendwann noch einen Nutzen dazu. Vielleicht ja sogar schon hier. Wow, noch kein Pokémon getroffen. Und da oben war schon eins. Hey, untergeschossen. 29. Bin gespannt, wie tief es geht. Auf jeden Fall schon mal. Wie tief kann es gehen? Wuchtorb. Auf jeden Fall. Ja, der 35 war der tiefste Dungeon bisher, oder? Oh, Seemon. So. Attacken. Nimm die Schockwelle. Boom. Und nimm den Metallzorn Donnerschock. Oh, wow, der hält viel aus. Oh, bringt aber auch... Wow, hat schon mal ein Pokémon so viel... Also, wenn man mal die Bossgegner... Oh, Starmie! Oh je, davor habe ich Respekt. Starmie benutzt Blinzeln. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Aua, auf jeden Fall macht er Schaden. Autsch! Ey, du Typi. Chris, kümmere dich um den anderen. Oder um den, der mir näher ist. Erstmal. Also nicht um den. Wow, der hält ja... Die halten echt viel aus, die Kollegen. Singlebeere. Chris, bitte den angreifen, der mir näher steht. Ne, hat er keinen Bock drauf. Wow, bringt die Erfahrungspunkte. Hey, Level up, geil. Wenn es so weitergeht, dann dauert es vielleicht doch gar nicht mehr so lange, bis sich Chris entwickeln darf. Alter Vater. Puh, bitte geht kaputt. Level 32. Chris um 1, um 2, um 2, um 2, um 2. Schön. So, nom nom nom. Yelp, Yumi, essen. Wieder was gelernt, nicht Schläfer. Wenn es das ist, was ich denke, was es ist, weil es vom Namen her so klingt, ist es verdammt episch. Macht der Nichtschläfer etwa, dass man nicht schlafen kann? Ja, bitte. Oh, das macht den Selbstheiler aus. Was war der Selbstheiler nochmal? Der Selbstheiler war... Das Pokémon holt sich schneller von Statusproblemen. Ach so. Ja, das ist natürlich auch nützlich. Aber Schlaf ist so eine ziemlich fiese Sache. Der Blaugummi war, glaube ich, für Wasser. Das heißt, das kriegt jetzt Chris her. Nimm das! Nom nom nom. Seine IQ steigt sehr und es schmeckt ihm super gut. Ja, das ist doch herrlich. Sowas freut uns doch. Wenn Chris Geschmack auf seinen Pokelippen spürt, welches er als so gut empfindet, freuen wir uns. Zack. Und noch eine Schockwelle. Die zwar nicht viel bringt, aber immerhin. Was macht dieses Blinzeln? Es irritiert mich ein wenig. Außer das Tarnier. Boah, diese Erfahrungspunkte, ne? That Experience. Oh. Experience Points. Flea Orb. Ach, und da ist auch das Amaldo, was ich schon erwartet habe. Schade, dass wir die Georock-Brocken haben und nicht die anderen. Diese Eisendorn, wie auch immer. Eat this! Chris, hilf mir. Hilf mir. Gut. Boah, 666 Erfahrungspunkte. Jesse war hier, also der gute Jan. Das ist sowieso interessant. Für mich ist 666 längst nicht mehr die Zahl, die es für die meisten Leute wahrscheinlich ist. Für mich ist 600 und 10 Toxer, ich werd verrückt. Für mich ist 666 mittlerweile nur noch die Zahl des Jesse. Und das sollte sie für euch auch sein, denn das ist die wahre Bedeutung. Wow, das war viel. Und das, obwohl es so eine Spezialverteilung hat eigentlich. Vielleicht ist das hier anders. Und das war ein Volltreffer. Nö, es hat schon wieder viel Schaden gemacht. Cool. Umso besser. Ebene 33. Mann, das läuft fantastisch heute. Eieiei. Chris, ich helf dir. Warte auf mich. Ich komm schon. Wow. Awesome Schaden. Metallzaun, Donnerschock und... Nee, das macht irgendwie weniger Schaden als... Vielleicht hat der Toxic so eine Fähigkeit, dass Fernattacken generell irgendwie weniger Schaden machen. Ihm mehr Schaden machen, so wollte ich das sagen. Ich habe gleich keine AP mehr schon wieder.
Ja, da muss ich wohl noch ein Elixier trinken. Aber, toll. Ich habe ja genug, wollte ich gerade sagen. Boah, diese Erfahrungspunkte, ne? Hammer. In meinem Privatspielstand habe ich übrigens ein Zickzacks, also mein Pokémon Blau, Mystery Dungeon Blau-Dings, habe ich ein Zickzacks und meine Fresse, das levelt verdammt schnell und dadurch ist es extrem schnell überlevelt und dadurch wiederum macht das extrem Schaden, das haut voll rein. Ich finde das total gut, muss ich mal ehrlich sagen. Lehmsula finde ich wiederum total scheiße. Zack, so Chris, würdest du? Sehr gut, sind Chris HP eigentlich auf mysteriöse Art und Weise wieder aufgefüllt worden? Nee, gut. Ich lasse ihn trotzdem bei den Eisstrahl aus, weil er gerne dazu verleitet, den Eisstrahl einzusetzen. Einfach so. Und das ist nicht so toll. Zack, Metallsound, Donnerschock und Down. Wow. Wir sollten einfach die ganze Zeit hier bleiben, weil die einfach so viele Erfahrungspunkte bringen. Finde ich toll. Hat das eigentlich, ging das noch weiter eigentlich? Nein, das wollte ich jetzt nicht nachgucken. Wie geht das nochmal? So nicht. Nee, so auch nicht. Nee, so auch nicht. Nein, Attacke verschwendet. Ich wollte eigentlich den Lock da unten aufrufen. Ah, so geht das. Ich will nämlich ganz kurz was gucken. Spezialverwendung sind stark. Okay, kann scheinbar nur einmal stark sinken. Das wollte ich nachgucken. Das ist gut zu wissen. Oder die Attacke hat einfach nicht getroffen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein anderes Universum als die normalen Editionen. So, wer auch immer da hinten lauert, du kriegst eine Schockwelle ab. Tentoxa. Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Doch, du standest in unserer Reichweite und bist auf dem Weg, uns anzugreifen. Das ist schon... machen genug. Der Turbodreher. Dass der hier so viel Schaden macht. Naja, wie gesagt, nichts ist anders als zuvor. Ich liebe es, dass der Metall... Oh Gott, Sejong. Ich liebe es, dass der Metall-Sound hier die Spezialverteidigung senkt. Im Sinne von, dass nicht nur das für uns positiv ist, sondern auch für unsere Partner, die wir die speziell angreifen. Übrigens Ebene 35, das ist unser längster Dungeon jetzt bisher im Spiel. Scheinbar ist jetzt ab jetzt wirklich jeder Dungeon länger als die Hauptstory-Dungeons. Interessant. Es schläft, okay. Ich würde sagen, Chris, wir belassen es dabei, aber wieso glaube ich, dass er... Warte, wir können durchs Wasser gehen. Ha, dann kommen wir gar nicht erst an ihm vorbei. Oh, Starmie. Warte, Chris, ich helfe. Ich helfe. Wobei, du machst das eigentlich ganz gut. Ah, oh, komm, du kriegst das schon hin. Ah, warte, ich wollte noch einen Stein zur Hilfe werfen, aber gut. Ja, fantastisch. Gute Leistung, mein Freund. Also irgendwie finde ich immer noch ein bisschen ungewohnt, dass ich jetzt quasi von Chris so in dieser Person rede. Von wegen, ja, hier, dritte Person. Er, Chris, er, nicht mehr ich. Oder zweite Person mit Chris, du machst das gut. Naja. Spielen wir jetzt als Tor. Ich bin immer noch Chris. Und Tor ist immer noch Tor. Ich werde niemals Tor sein. Niemand wird jemals Tor sein, außer er selbst. Was war das denn für eine komische Aktion jetzt von mir? Schockwelle! Bam. So, ein Wunderfeld wäre jetzt nicht schlecht, weil er schon wieder irgendwas von mir gesenkt hat. Ich habe gerade zwar nicht gesehen, was... Moment. Konterorb. Nö. Tentoxa, steh uns nicht im Wege. Und down. Wenn wir Glück haben, ist für jeden noch ein Level-Up dabei. Untergeschoss 7 und... Ach, Sejong. Nein, er steht nicht ganz auf meinem Feld. Das war uncool. Okay. Ich hätte einfach kaputt. Nein, tust du natürlich nicht den Gefallen. Hei, hei, hei. Na, ich meine, was Seemobs kann, wird Sejong allemal können. Deswegen ist er genauso Angstgegner. Elegant, elegant. Wie tief dieser Dungeon geht, ich rechne einfach mal... Warte mal, ich glaube, die Magma-Höhle war 30, oder? Der Himmelsturm war 35. Das heißt, wenn das jetzt nicht der erste 99-Ebenen-Dungeon ist, schätze ich einfach mal auf weit aus dem Fenster gelehnte 40. Maybe, who knows? Bam. Friss die Schockwelle, Mann! Zack. So, und jetzt sollte das dich hoffentlich ausloggen. Nicht! Verdammt! Ich brauche gleich ein neues Top-Elixier.
Schon der nächste direkt. Chris, hilf mir! So. Nee, ich greife lieber das Tedoxa an, einfach weil ich nicht mehr so viele Donnerschocks habe und vielleicht kommen wir ja noch durch, ohne etwas weiteres benutzen zu müssen. Komm, Chris, willst du das machen? Hätte schon der nächste Gegner wieder. Und der nächste Gegner, wow. Direkt schnell retten. Torreich Level 23. Oh yeah. Um 3, um 1, um 1, um 1. Lass mich vorbei. Ich habe keine Lust zu kämpfen, Mann. Oh, ich habe ganz viel Ding ins KP verloren, sehe ich gerade. Ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen. Achso, wegen Wickel. Okay, das pennt gut. Oh. Puh. Untergeschoss 39. Gut. Sagen unsere Attacken. Unsere Attacken sagen, bitte füll mich auf. Vor allem jetzt. Wow. Wow, wir haben bald einen Sumpex, Leute. Nur noch 3 Level. Chris, um 1, um 1, um 1. Und die Rupien sind deine Wertung irgendwie besser gestiegen. Naja, kommt mir nur so vor. Njom, bam. Ich hoffe, das reicht. Ja, gut. So, ich muss wieder ein Top-Elixier naschen, glaube ich. Nur noch 2. 1 nehme ich noch. Einfach weil. So. Sturmeer, Untergeschoss 40. Ich hab's gesagt. Meine Macht bricht aus. Mein immenses. Meine immense Macht. Wer auch immer das gerade sagt. Oh hoi. Du hast keinen Avatar. Aber es ist nicht Lugia, es ist Kyogre tatsächlich. Und das finde ich persönlich ist die schlechtere Option von beiden. Wie spricht Kyogre? Meine Kämpfe gegen Gaudan haben uns beide erschöpft. Ich spreche ihn einfach mal hoch, weil ich es will. Ich schlief lange und fest. Und ich wartete, wartete, dass meine Kraft sich regeneriert. Und jetzt, jetzt stehe ich kurz davor, meine Kraft wieder zu erlangen. Ah, jetzt ist ein Avatar. Ich bin Kyogre, der Meister der Meere. Die Macht meiner Wellen wird überwältigend sein. Meine ungeheure Macht zerschmettert alles und jeden. Oh, muss denn das wirklich sein, Kyogre? Heieiei, und wir zu zweit gegen Kyogre, ja? Ich glaube, Afferknarre wäre gar nicht so schlecht. Wegen Regen und so, trotz nicht der Effektivität, weil hier ist ja irgendwie alles anders in dem Spiel. Okay, dann. Schockwelle. Oh, es macht sogar gut Schaden. Wie? Gut, dann machen wir jetzt mal die Donnerwelle. Haha. Die natürlich fehlschlägt. Oh, und der macht wirklich viel Schaden mit Aqua-Dingens. Donnerwelle. Haha. So, das ist jetzt die Chance. Wobei, vielleicht schaffen wir es auch so. Metallsound und Donnerschock. Wow, das ist viel. Ja, komm, den machen wir down. Der hat keine Chance, Mann. Easy peasy. Piece of cake. Teampartner suchen. Ja, ja. Wissen wir. So, wir haben Kyogre offensichtlich nicht rekrutiert. Nee. Gut, aber er gilt als besiegt, schätze ich mal. Wie gesagt, ich werde nicht alle Legenden extra rekrutieren, einfach weil, ja, es ist halt Zufall. Ich müsste das jetzt immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder machen. Ich habe sogar nochmal nachgelesen. Ich möchte am Ende alle Legenden besiegt haben. Und wenn wir das geschafft haben, ist das Let's Play vorbei. Und das ist, denke ich, ein Deal, mit dem wir alle gut leben können. Oder? 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 Ja, denke ich auch. So, was hast du uns... Oh. Unterirdische Ruine entdeckt. Mysteriöse unterirdische Ruine freigelegt. Sie war bisher unter dem Krater eines urzeitigen Meteoriteneinschlags verborgen. Die Ruine stammt aus einer Zeit noch bevor unser Zeitrechnung begann. Man hört Gerüchte über ungeheuerliche Schätze, der möglicherweise sogar Pokémon, die dort seit undenkbaren Zeiten leben. Auf dem Pokémon-Platz ist die Ruine in aller Munde. Dann werden wir doch gleich direkt mal in den Pokémon-Platz... In den Pokémon-Platz reinhören, was sie so sagen. Eine Belohnung, 800 Poke. Weißgummi. Kraftband. Gut, das haben wir doch fantastisch gelöst. Ich fand jedenfalls, dass das ziemlich gut lief. Wir reden gleich mal mit dem Pokémon am Pokémon-Platz. So.
Ich denke mal, da die Dungeon jetzt alles... Na, munter. Wenn du irgendwelche Schätze finden willst, verkauf sie bitte mir. Nun, wie dem auch sei. Hallöchen, willkommen. Dam, da, 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 Teilband. Da, di, da, di, da, da. Das Negativband ist fast nichts wert. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Hust. Negativband. So. Ja. Persimband. Dilludim. La, 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 la. Apfel, Apfel. Sinobeere, Sinobeere. Die Schlafsamen sollen zwar gut sein, aber ich denke nicht, dass ich darauf zurückgreifen werde. Ist nicht so mein Stil. Da, Top Elixier. Und die ganzen Flea Orbs, so. Ich würde sie gerne alle verkaufen. Geht das? Kann ich das? Nein. Schade. Flea Orbs, schalalala. Gut, dankeschön. Nee, aber ich möchte gucken, was ich bei dir so kaufen kann. Was ich kaufen kann. Du verkaufst Samen, Taubsamen. Nahrungsmittel, das beim Pokémon Versteinerungsstrahl hervorruft. Oh, das ist interessant. Also wie ein Astar-Orb, nur für einen halt. Und bei dir? Oh, wie aufregend. Am liebsten würde ich mein Geschäft schließen und zur Schatzsuche gehen. Nur wie, dem muss sein. Willkommen auf dem Cacdeon-Geschäft. Und junge Reflektor. Da, gut. Auch nichts Interessantes, auch wenn da jetzt irgendwie vielleicht ein Orb bei war, der vielleicht total episch ist. Kein Mensch weiß es. Ich meine, gut, ich leg mal den Taucher ab. Ich denke mal, dass wir den... Nein, den nicht mehr brauchen. So, und ich werde auch den Georock-Brock ablegen, da ich doch immer noch der Hoffnung nachgehe, dass wir vielleicht eher mal... Nein, dass wir vielleicht eher nochmal... Das wollte ich jetzt sagen. Ich hab's total vergessen. Dass wir vielleicht eher... Kopf, denk nach. Die Eisendorn nochmal finden werden. Weil die sind irgendwie cooler. Die machen nämlich mehr Schaden. So. Irgendwie das ganze Essen. Übrigens, ich habe immer noch nichts von eurer Essensknappheit mitbekommen. Gut, ich hatte noch keinen 99-Ebenen-Dungeon. Ich geb's ja zu, Aber trotzdem, ey, was geht? Arbeitet weiter im Hart an eurem Retterteam. Euer Retterteam hat meine Unterstützung. Jungs, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber in Wirklichkeit ist das allein mein Retterteam. Merkt euch das. Haha. Hey, du weißt schon, dass ich noch mit dir reise, oder? Oh, ja, natürlich. Pardon. Wir reden mit Granbo lieber. Ich habe gehört, dass Pokémon aus der Grauzeit wohl reden sollen. Oh, ich habe gehört, dass wir auch in Edelmetschätze geben sollen. Ob das stimmt? Ehrlich gesagt, ist das schon ganz schön aufregend. Das hat so einen Hauch von Drama und Abenteuer an sich. Unser Team hat den Goldrang, aber ich glaube, es gibt noch höhere Ränge. Das habt ihr schon beim letzten Mal gesagt. Habt ihr keine anderen Probleme, oder was? Das ist doch noch höher als der Goldrang, denn wir können... Ihr sagt tatsächlich immer das Gleiche. Hey, weißt du schon das Neueste über die Ruinen? Das heißt, dort gäbe es jede Menge Schätze und diese Schätze sollen nicht nur auf dem Boden liegen. Weißt du was, angeblich sollen die Schätze auch in den Wänden versteckt sein. Wenn du die Wände einreichst, gibt es Schätze ohne Ende. Klingt doch super, oder? Ich glaube, Tengulis weiß genau, wo diese Ruine ist. Oh, Tengulis, super. Im Laufe der Jahre haben schon zahllose Pokémon in Retterteams gearbeitet. Viele haben sich mit Ruhm erworben. Doch wenn du nach dem... Achso, ja, der sagt genau das gleiche wieder. Lucario, bla bla, Lucario. Lucario, Lucario ist total episch, wissen wir. So, Knuddelluft sind die besten Freunde, knuddelige Partner. So, wir können uns doch bestimmt fast nichts leisten. Ja, immerhin die Schatz, das Schatzmeer. Gut, jo. Ich liebe neue Partnerareale. Herzlichen Glückwunsch, Schatzmeer ist jetzt offen. Du kannst jetzt Pokémon anwerben, die da leben. Ich möchte aber gerne was anderes nachgucken. Info. Nein, nein, nicht so eine Art von Info. Ich wollte eine andere Art von Info. Ja, ja, das ist ganz toll, Knuddeluff. Ich danke dir für diese weisen Worte. Jaha. Jaha. Boah. Bla, bla, bla. Ja, prüfen, das wollte ich machen. So. Was war das nochmal? Magnetilo habe ich schon. Porenta könnte ich rein theoretisch rekrutieren. Und dazu... Ah, genau. Wir haben für Kyogre offensichtlich noch nicht mal das Gebiet. Na gut, dann nicht. Aber Metaross könnten wir rein theoretisch rekrutieren. Aber ich glaube, solche entwickelten Pokémon... keine Ahnung, wie wir ihn rekrutieren. Oh, hi. Ah, mein Team Hydro hat den Bronze-Rang. Wir müssen uns mehr anstrengen. Da geben die Rumpelfell... Wow, wie ich gerade... Ja, ich habe Gimli gesagt, für die es nicht gehört haben, weil einer in den Kommentaren...
und Yu und warum ein paar andere Leute gesagt haben, dass die Stimme, die ich Geowa zu geben habe, sehr zu Gimli passen würde. Und das habe ich auch. Das war gar nicht geplant. Na, das Team Rumpelfeld ist für eine Wildheit bekannt. Aber wir haben nur den normalen Rang. Wie beschämend. Ich dachte, ihr seid voll die Epic-Typen. Wie konnten wir euch Graudon überlassen? Oh, Schätzchen, ihr wolltet wissen, dass mein Team Klammer zwischen den Silberrang hat. Nicht schlecht, überrascht die Leute mit überragender Qualität. Awesome. Ihr seid die Besten. Oh, hi. Er ist nicht nach Hause gekommen. Mein Sohn, tut mir leid, dass du warten musstest. War der schon immer hier? Oh, diese Stimme. Rums. Achtung. Blopp. Ha. 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 Papa. Mein Sohn, es tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast. Papa, wo warst du? Ich habe die Welt bereist. Die Welt ist riesig, es gibt zahllose Pokémon in der Welt, die wir noch gar nicht kennen. Deswegen warst du weg. Papa, hast du alle Pokémon gesehen, die wir nicht kennen? Natürlich. Ja, wofür hältst du mich? Oh, natürlich. Papa, du bist der Größte. Ach, geht so. Wofür hältst du mich? Ja. Ja, Papa ist der Größte. Na, geht so. Ich kenne Größere, wie zum Beispiel das Kyogre eben, das war ziemlich riesig. Ich würde allerdings noch nicht gerne einen Cup machen, weil ich noch Tangulist suche. Wo ist denn der Gute? Wo hat er sich denn versteckt? Ach, er sah. Was fragst du, wo die Ruine ist? Die Ruine befindet sich im tiefen Dschungel vom Südosten. Wenn man sich vorstellt, dass es für Schätze geben könnte. Wahnsinn. Viel Glück, Amigo. Oh. Geil. Jetzt können wir direkt eine neue Mission annehmen. Di-da-di-da-di-dai-di-dai-di-dai-di-dai-di-dai. Hi. Ich bin in die Hölle gegangen, aber ich konnte mir nicht mehr mit mir gehen. Doch ja, mein Vater, Saft kommt bestimmt bei deinem Level noch nicht hoch genug, Saft kommt. Wenn du trainierst und deinen Level steigerst, wirst du dich bestimmt entwickeln können. Oh, was ist denn mein Level? Verstehe, ich werde hart trainieren. Das habt ihr auch beim letzten Mal schon gesagt, Amigos. Gut, Ich denke aber, dass ich noch nicht in die Ruinen gehen werde. Ich werde nämlich das erste Mal schalalala zu Isaac gehen. So, hi Isaac. Zum Team. Und Anführer. Gut, weil, was wir jetzt machen werden beim nächsten Part, wir werden wieder ein bisschen das Makuhita-Training nach, dem Makuhita-Training nachgehen. Sind die anderen beiden auch dabei? Nee, Chris ist irgendwie nicht dabei. Oh, warum auch? Ach, stimmt ja, das wird hier immer resettet. Hi Chris, zum Team. Irgendwie haben wir jetzt nur drei, die wir mitnehmen. So. Und unsere Items könnten wir eigentlich schon fast so lassen für die Ruinen dann, wenn es soweit ist. Aber, wie gesagt, machen wir jetzt nur nicht. Die machen wir dann ein andermal. Ein andermal, ein andermal. Und irgendwie wurden mir diese Ruinen vorgewarnt. Also, ich meine jedenfalls im Kopf zu haben, Ruinen, das ist böse. Was? Ah, ich wollte schon sagen, irgendwie die Kombination wäre aufgehoben. So, das können wir eigentlich ihm alles so lassen. Chris auch. Wir spielen jetzt mit Isaac. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal bei Pokémon Mystery Dungeon. Oh yeah, geht's hier im Training weiter. Bis dann. Ciao.